Dafür mit Moveset, wir kämpfen mit der Prinzessin, wo ich leider keine Ahnung habe, wo sie genau herkommt. Aber naja, spielen wir einfach mit ihr. Und ab die nächsten Parts werden dann ein Teil Spieler. Das ist kein Grund, sich gleich in Wall of Shame zu hauen. Wir versuchen es einfach erneut, Herrscher. Gegen Mai. Yeah.
Animation erinnert mich ein bisschen an Tiff aus dem Kirby-Anime. Kaum haben wir Mai besiegt, kommt ihr Pokémon. Flamly ist am Start. Auf der Dragon Ball Stage. Round 1. Fight. Abholort von Freezer. Das Pokémon hat wohl noch gar nicht gemerkt, dass es kämpfen muss. Es tut mir so leid, dabei ist es mein Lieblings-Pokémon. Und schon wieder so eine Tiff-Pose. Die erinnert mich voll an Tiff aus Kirby. Und ist jetzt ein Spielstand Kirby, oder wie? Ich weiß nicht, was das hier erscheint. Der Grab ist stark. Müsste man Wasser einmal nicht sehr viel zu sein? Ich hatte ein Gekka-Buch hinter mich. Ich komm nicht mehr auf. K.O. Ja, leider. Round 3. Fight. Voll in ihrem Kampf geschehen. Oh, voll in meine Ulti gerannt. Und die Welt hat mich jetzt geschossen. Nicht? Alles klar, das hätten wir gewonnen und oh, war ja Goku. Wie soll ich das denn überleben? Auf der Stage, ach du Schande. Eine lassen? Na, keine Ahnung. Ich auf jeden Fall bin besiegt und ich würde sagen, viele Chancen haben wir nicht. Wir gehen in den Watch-Modus und gucken, wie sie kämpft. Sie und Pac-Man zusammen.
zusammen, würde ich sagen. Gegen... Wen hatten wir lange nicht mehr? Magical Girl haben wir eine längere Zeit nicht mehr gesehen. Ah ja, die, die nicht mehr verfügbar sind, werden dann ersetzt gegen andere. Und... auf einer Random Stage, da eben diesmal keine vorbereitet ist. Round 1. Oh, bei Banjo. Ich nenne sie jetzt einfach mal Tiff, denn so an Tiff auf dem Podium. Escher, besser gesagt. Wow, das hat irgendwie gepasst. Alles klar, dann würde ich sagen, wenn ich schon Tiff habe, dann werde ich jetzt mal als Partner Kirby geben. Mit Smash Moveset. Gegen wen? Ich würde sagen, Oviat Latias? Und Sally. Auf der Random Stage, los geht's. Round 1, fight! Oh no! Die ist auf jeden Fall sehr gut! And where you go! Hey, oh fuck me! Mega Monster! Fuck! Das war eine Niederlage. Round 2. Fight. Sally kehrt zurück. Ja. Was wäre, wenn ich ein Latias wäre? Interessante Siegerpose. Na gut. Das hat nicht so geklappt. Doch eine Runde machen wir noch. Und zwar würde ich mal sagen, verprügeln wir wieder.
oder eine Kinderserie? Und Hope Smasher war Luigi. Los geht's. Luigi. Round 1. Fight. Korridor, falsch. Der wird ganz schön Pastor der EXC wird das Turnier gewinnen. Oh, das ist das. Zum Glück vor dem Balut sein Partner nach Klasse. Man denkt sich auch nur. Gestuft, dass ich schon mit Kindern zusammenarbeiten muss. Ja, manchmal kann er das auch nicht so. Auf Kirby. Sind aber beide trotzdem K.O. und Frosch K.O.? Okay. Round 2. Fight. Das ist mal was ganz anderes. Oh, die Bombe wurde geplantet. Die Bombe wurde geplantet. Ich hab aber rein. Wow, was war das denn? Nein, das ist nicht. Aber Gina ist total am Tiff. Gina hat mich mit dem Leuchtenkett am Tiff. Wow, Kirby hatte dort ein Girl. Das ist neu. Hier also noch, noch was passiert. So, dann kannst du das Game. Wirklich werden die besten Tricks im Finale. Oder im Turnier. Einige Charakter haben ja wir vorhin schon bereits verraten. K.O. Und die Runde geht an die Gegner wieder. Was soll's, das war nochmal eine interessante Runde. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen, bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye!